dann habt ihr auf jeden Fall Bogenschützen. Ich muss sauber machen. 54, 56. Da ist 64, das wäre natürlich ein Traum. Bloß dann kann ich hier eine mit 32 nur herstellen. Das ist ein Mist. Dann nehmen wir 50. Und 44, 42, 36. Ja, nehmen wir mal den 50er. Mal sehen, ob ich hier noch einen Fischer hinpacken kann. Ja, geht sogar. Den nehmen wir auch gleich mit. Ist hier auch zu. Na komm. Doch immer noch Futter. Attention. Building completed. So, mal gucken. Hier haben wir gesagt, geht. Hier geht auch. Hier geht nicht. Warum? Ach, okay. Das heißt, ich könnte theoretisch, wenn diese Öffnung hier nicht nach Süden zeigen würde, also Südwesten, sondern nach Südosten, könnte ich da theoretisch ein Zelt daneben setzen. Also so verstehe ich das jetzt mal. Das ist ja Käse. Das ist ja mal richtig Käse. Na gut, dann... Dann ist es jetzt einfach so. Dann brauchen wir als nächstes auf jeden Fall den Wooden Workshop. Der braucht auf jeden Fall Energie. Energie setzen wir mal hier hin. Hier habe ich natürlich jetzt keinen Platz freigelassen. Das könnte man im Nachhinein wieder zum Verhängnis werden. So, nachdem ich hier KZ hinsetzen kann, kommt hier auch noch ein Kraftwerk rein. Hier ein Tesla-Turm. Ein bisschen Holz wäre auch noch ganz nice. Mal sehen. 8, 8, das ist eigentlich Käse, das lohnt sich eigentlich noch nicht mal. Attention. Building completed. Ja gut, komm. Holz brauchen wir. Da werde ich nicht mal drum rumkommen, wenn ich das möchte. Es nervt mich allerdings gerade, dass ich hier die Mauer eigentlich quer durch das Anbaugebiet ziehen müsste. Habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf, deswegen machen wir das jetzt mal so. Wir machen etwas weiter vorne zu. Ja, Tag 11 und ich habe noch keine 10 Punkte. Schlecht. Attention. Building completed. Attention. Building completed. Fünf Platz. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Nein. Falsch. So. Auf ein neues. 4, 5. Und schon wieder keisen mehr. Das gibt's da nicht. Attention. Building completed. Attention. Building completed.
Ich habe es wirklich geschafft hier wegen. Echt jetzt? Sorry, sir. I was trying to break through. So, na gut, dann warten wir hier mal die erste Welle ab und danach. Danach werde ich mich mal mit meinen Bogenschützen ein bisschen umschauen gehen. So, den können wir auch bauen, den parke ich hier oben. Damit ist jetzt noch, ne, sind zwei Seiten noch offen, okay. Ist da jetzt zu oder nicht? Also es wäre schön, wenn man die Karte drehen könnte, das wäre total toll. Okay, sicher ist sicher. Das dürfte die ungünstigste aller Verteidigungslinien sein, die ich bauen kann. Okay, gleich nach der hier. So, fangen wir gleich das Aufräumen an oder nicht? Das ist hier die Frage. Wir sind bei Tag 14, also die erste Welle müsste eigentlich demnächst kommen. So. Aber vorher. Farmtech haben wir schon. Sinnig wäre das. Ist bloß die Frage, welche Reihenfolge. Stone Workshop. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Aber ich glaube, uns gehen eher die Worker aus als was anderes. Dann machen wir das mal so. Okay, but it's gonna cost you double. So, mit den 7 werde ich dann jetzt mal hier durchmarschieren, mal gucken, was mich hier so ein bisschen erwartet. Ein bisschen aufräumen gehen, zumindest so lange, bis die Welle kommt. Eigentlich viel zu spät. Ah, da ist schon der erste Runner dabei. Ich glaube, da haben sie was gepatcht. Normalerweise sind die erst nach der ersten, zweiten Welle aufgetaucht und nicht vorher schon. Das ist sehr ungewöhnlich. Da kommen aber wieder 2, 3. So, was bauen wir als nächstes? Sniper wären eigentlich ganz nice. Da kann ich noch nichts bauen. Da finden wir Worker dafür. Kann ich da schon? Da fehlt mir Essen dafür. Und bauen wir Farmen.
32, 38. Ja gut, ist nicht toll, aber ich kann mit der Ecke sonst nichts anfangen. Insofern ist das okay. Nicht toll, aber okay. An der beschissensten Stelle, ne, 16 an der guten Stelle finde ich gut. Ach, da oben können wir auch noch bauen. Cool. Habe ich mir zwar komplett verbaut. Finde ich jetzt weniger cool, aber. Na gut, läuft. Was mir hier gerade auffällt, weil ich gerade die Snipe. Ah, doch, da oben ist ein bisschen Eisen. Ist nicht mördermäßig viel, aber ein bisschen. Da kommt die erste Welle aus Osten. Von Osten. Okay. Das heißt von hier. So. Attention. Building completed. Osten kann uns hier treffen, kann uns da treffen. Werden wir gleich sehen. Was davon letztendlich zutrifft, aber ich würde sagen, es trifft uns hier. Die erste Welle ist naturgemäß, sind es bloß ein paar Hanseln. Das müssten meine Bogenschützen hier problemlos hinkriegen. Aber was ich gerade feststelle, ich bin mit dieser Ostverteidigung bin ich schon relativ weit. Was geht denn hier ab? Diese Ostverteidigung bin ich schon relativ weit im Osten. Ja, die haben sich aufgesplittet. Ja, die Mauer müsste halten. Zumindest bis die Verstärkung da ist, müsste die Mauer problemlos halten. So, okay, Problem erledigt. Aber aufgrund dieser Feststellung gerade. Dass ich hier schon relativ weit im Osten bin. Ich brauche auf jeden Fall eine zweite Verteidigungslinie. Minimum. Okay. Als nächstes kommt dann auch der Stone Workshop mal dran. Ich fange mal an, Eisen abzubauen. 3 ist zwar jetzt nicht unbedingt der Burner schlechthin. Aber ja, wir haben ja nichts anderes. Weiter auf. Schaubar. Ja, gut, da muss ich nicht lang überlegen. Die Storage ist definitiv wertvoller als irgendwie zwei Steintürme oder so, das ist Käse, locker Mensch.
Das hier ist eine geile Verteidigungsposition. Allerdings bin ich da so nah am Map-Limit, ich bin mir nicht sicher, ob ich das noch bauen kann. Yeah, my bow and arrows are ready. Great. Schauen wir erstmal, was uns hier noch ein bisschen erwartet. Ja, wie gesagt, also die Position hier wird richtig nice. Kann man hier oben dicht machen, hier nochmal dicht machen, überall einen Turm davor. Oder vielleicht auch zwei, je nachdem wie Platz ist. Okay. Und kommt, na, alle wieder angerannt. Dass, wenn sie die erste Position erreichen, eben erstmal dezimiert werden, bei der zweiten Position nochmal dezimiert werden und bei der dritten Position treibe ich sie gar auf. Das ist auf jeden Fall eine Taktik, die funktioniert. Habe ich schon probiert. Roger that.